Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mit etwas relativ Besonderem, also natürlich einem Creator Sim. Das gab es hier schon öfters. Aber diesmal mit einer Hexe, die wir machen. Und ich habe, glaube ich, vielleicht einmal eine gemacht. Keine Ahnung. Aber ich dachte mir, mein Hexenhäuschen braucht auch noch eine Hexe. Falls ihr das Hexenhäuschen noch nicht gesehen habt, wie ich das gebaut habe, das findet ihr auch hier auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, falls ihr das noch nicht kennt. Und Leute, ich muss euch sagen, ich liebe diese Hexe. Sie ist so süß geworden, wirklich. Wow, wow. Und hallo, darf eine Katze bei einer Hexe fehlen? Ich glaube nicht. Wir brauchen hier das absolute Klischee. Und ich dachte mir, passend zu Halloween das und zu dem Häuschen, das muss einfach sein. Jetzt eine kleine Hexe, eine süße kleine Hexe. Muss einfach sein. Und falls ihr seht, ich habe vergessen, sie als Hexe einzustellen. Und das war vielleicht ein bisschen blöd, deswegen musste ich kurz Gameplay machen und sie in der Hexe werden lassen. Also falls ihr sie haben möchtet, findet ihr sie auf meinem Patreon, aber auch als Hexe. Und nicht nur als normaler Sim, also keine Sorge. Ja, das war vielleicht ein bisschen doof. Ich hatte für sie erst so rote Haare geplant und so. Und ich hatte so einen süßen Hut gefunden und den musste ich unbedingt verwenden. Und die Haare waren auch eigentlich sehr, sehr schön, aber haben irgendwie nicht zu dem Image gepasst, was ich für sie haben wollte. Sie ist halt so eine süße Süßmaus, die gerne Pflanzen hat und damit rum experimentiert und sowas. Und ich fand, dieser Hut, Leute, dieser Hut, ist der nicht einfach wunderschön? Ich dachte mir, wow, also den muss ich nehmen, den muss ich wirklich nehmen. Und der ist so schön und ich liebe diesen Sim, wirklich. Falls ihr mich kennt, ich mag eigentlich keine Okkulte, aber ich muss sagen, bei diesem Sim, da habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht doch mal so ein Mini-Let's Play mache oder vielleicht im Stream oder so ein bisschen mit ihr spiele. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So ein kleines Special Halloween-Let's Play, einfach so ein bisschen mit einer Hexe das Gameplay erforschen. Lasst mich einfach wissen. Wäre ich sehr dankbar für, wie ihr das dann findet. Ansonsten spiele ich vielleicht einfach ein bisschen off-camera mal mit ihr, wenn ich Zeit habe. Ja, also ich bin schon sehr happy mit dem Ergebnis von ihr. Sie ist so cute einfach. Und ich habe sie dann auch noch natürlich in das Haus ziehen lassen. Also ganz selbstverständlich. Und ach so, was ich noch sagen wollte. Am Sonntag kommt eventuell schon das Oktober CC Haul, falls ihr euch schon darauf freut. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich habe so viel gefunden. Ich habe auch tatsächlich diesmal ein bisschen was für Männer gefunden. Das Video habe ich noch nicht aufgenommen, aber ich habe bis jetzt eigentlich, zumindest kam es mir so vor, recht viel gefunden schon, was man da so vorstellen kann. Ich habe so einen ganzen Ordner gemacht und da ist echt schon einiges drin. Sehr viele Haare mal wieder. Ja, also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Deswegen schaltet unbedingt Sonntag wieder ein. Ich weiß noch nicht, wie viel Uhr. Ich nehme an 14 Uhr. Aber vielleicht schreibe ich es einfach nochmal hier in den Community-Tab, falls ihr es genauer wissen wollt. Ja, genau. Und lasst mich natürlich auch super, super gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diesen super süßen Sim und ihre super süße Katze findet. Ich weiß gar nicht, wie habe ich sie genannt? Scarlet. Scarlet heißt sie. Falls ihr einen besseren Namen für sie habt, auch gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwie sagt, nein, sie ist nicht so eine Scarlet, sie ist eher so eine Bertha oder so, keine Ahnung. Das lasst sie mich wissen. Dann kann ich den Namen ja nochmal ändern, falls ich irgendeinen finde, der so gut zu ihr passt, den ihr da reinschreibt, dann ändere ich das nochmal. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr genießt das Video noch. Guckt euch auf jeden Fall noch das Kätzchen an. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye!